So, und damit begrüße ich euch auch schon zu dem heutigen Stream. Heute mal ein bisschen früher als sonst, beziehungsweise als geplant, weil eigentlich sollte ich ja erst ein bisschen später anfangen, aber irgendwie habe ich jetzt schon Zeit und natürlich auch Bock und deswegen lasse ich mir es nicht nehmen, einfach jetzt schon zu streamen. So. Ja, wir machen heute weiter mit einem Moment. Ja, gut, ihr müsstet es jetzt schon hören mit Ahead in Time. Ich habe gerade nochmal an dem Sound so ein bisschen rumgespielt. Ich muss mal hier ein bisschen. Ich bin vielleicht auch mal kurz 2 Sekunden leise und deshalb am Moment. Ich möchte hier einmal wissen, wie laut das alles ist. Nee, das müsste so passen. Okay, gut. Perfekt. Ja, wir starten heute weiter mit Ahead in Time. Wir haben Kapitel 1 bis auf eine Mission soweit abgeschlossen. Aber diese eine Mission können wir nicht spielen, weil uns ein Hut fehlt. Dann haben wir Kapitel 2 gespielt im letzten Stream. Haben Kapitel 2 bis auf eine Mission auch abschließen können, weil für diese Mission noch ein Item fehlt. Da ich davon ausgehe, dass wir in jedem Kapitel einen neuen Hut bekommen, sprich eine neue Fähigkeit, gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir jetzt in dem dritten Kapitel den dritten Hut bekommen und dann mit dem sozusagen vielleicht eventuell sogar schon diese 2 Missionen machen können. Ja, oder halt auch nicht, das werden wir dann sehen. Ich wechsle jetzt einfach auch mal direkt zur Livestream schon. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auch lang genug geredet, prinzipiell erstmal über alles Mögliche. Wir sind schon bei 29%, das geht ein bisschen schnell, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ist egal, wir machen jetzt erstmal einfach weiter und gucken uns mal direkt sozusagen den Anfang von Kapitel 3 an, denn ja, damit starten wir heute schließlich, weil der Rest einfach noch nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, aber Kapitel 4. Ich bin mir nicht sicher. Genau, wir haben uns letztes Mal hier relativ ausführlich mit beschäftigt und haben hier auch so einen Sticker gekauft, von dem so ein Anstecker, ein Anpin, eine Nadel dafür. Und jetzt ist die Frage, was kommt als nächstes? Ich meine aber, das hier müsste dann Kapitel 3 sein, ne? Kapitel 3. Vertragliche Verpflichtungen. Ist Akt 1, Kapitel 3. Da wollen wir doch mal gucken, was ich so für vertragliche Verpflichtungen habe. Ja, sieht doch schon mal nicht ganz verkehrt aus. Das Erste, was ich natürlich tue, ist erstmal umdrehen und mich umgucken. Okay, das sind so lila Bounce-Pilze, die bouncen so ein bisschen. Okay, das war nochmal dashen. Okay, alles klar. Einmal noch ein bisschen auch in die Steuerung reinkommen hier, ne? Aber bis jetzt sieht das ganz gut aus. Das ist Leben. Und hier sind auch überall schon so Haken und so. Mal gucken. Ich versuche jetzt mal nicht durchs Feuer zu springen, sondern folge mal dem. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Vor allem einfach so in der Luft. Okay, ich kann mit meinem Regenschirm davor hauen.
nett. Soll ich mir den Arm abrücken? What the fuck? Ach so, ja, das bin ich ja auch. Ich würde gerne das Kleingedruckte lesen erst. Finde das Dorf, tötet die Geister und den Brunnen. Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Akt 1 und Akt 2. Ich werde folgende Geisel nehmen, deine Seele. Aber behalte alles, was du auf dem Weg findest. Okay. Also Dorf finden, Geister töten. Schreibt trotzdem nicht. Ich kann es selber machen. Okay, er tötet mich. Ja, ich unterschreibe den dämlichen Vertrag. Aber cool, wie er ausgerastet ist. Ja, komm, das musst du mir jetzt nochmal zeigen. Oh, das musst du. Vielleicht war das doch nicht so doof, weil das Geld habe ich ja trotzdem behalten, ne? Habe ich sozusagen ein bisschen Geld gefarmt, auch wenn es nicht viel ist, aber ein bisschen halt. Ich weiß nur, ob ich einen blöden Vertrag nicht unterschreiben wollte. Mein Gott, ey, der kann auch mal ein bisschen entspannter sein hier. Vor allem hier gibt es nichts Interessantes. Ui! Muss ich jetzt einfach warten, oder? Muss ich hier rumhauen. Ich hau mal einfach weiter drin rum. Ja, gut, okay. Ich unterschreibe ja schon. Verarscht mich doch bestimmt. Also kann ich mit dem Menü. Ah, jetzt sehe ich den Vertrag. Okay. Dann weiß ich, was ich machen muss. Okay.
Was ist das hier? Ach, das ist sowas zum Umgucken, das möchte ich nicht. Nein. So oder wie? Nein. Ja, du möchtest die Frucht haben, ne? Ja, hier hast du sie. Du musst die Frucht wegmachen? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, das ist cool. So Explosions Äpfel. Einwohner Maskegarn. Das ist ein gruseliges Garn. Ist ja gut, okay. Wollen wir doch mal gucken, was ich da jetzt für ein Hütchen bekomme, ne? 12 Stück. Ich habe gar nicht so viel mehr. Ey. Achso, und jetzt sehe ich hier so aus wie so einer, okay. Mega unnötig. Naja, ist auch egal. Gut, da komme ich nicht hoch. Ich hab's gefunden. Hierfür brauche ich irgendwas mit Feuer. Nein, das schaffe ich nicht. Ich habe noch nicht rausgefunden, was das jetzt... Oh, was ist das denn jetzt? Moment. Okay, dadurch zünde ich den Apfel auf jeden Fall schon mal nicht an. Interessante Bubble, die ich machen kann. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wofür die gut ist, aber... Ah, das werde ich wohl noch rausfinden, ne? Erstmal ein bisschen Kohle sammeln hier. Oh. Klar habe ich nicht vergessen.
Boah. Ja, kann ja nichts, wenn du ungeduldig bist. Okay, der Baum leuchtet auf jeden Fall. Und schon wieder Eis. Irgendwie ist ja alles vereist. Klar, wenn ich so einen brennenden Stab haben darf. Okay, die sind als Leiche. Aber erstmal. Spreche ich mich selber in die Luft für das Geschenk. Ja gut, okay, ich muss also wirklich die Dinger erst besiegen. Aber jetzt habe ich gesehen, das Eis geht damit Tatsache kaputt. Dann muss doch hier irgendwo... War auch so ein Ding. Direkt in der Nähe. Dann kannst du das mal wieder zumachen, bitte. Kannst du mal eben dann. Wechsle ich nochmal den Hut. Da. Bisschen Geld holen nochmal ein bisschen, ja. Kann ich damit das... Ne, damit kann ich safe das Eis nicht kaputt machen. Das wäre zu einfach, glaube ich. Hätten sie die komischen Äpfel ja nicht einfügen brauchen in das Spiel. Und einen wunderschönen guten Tag. Wadlina, alles gut bei dir? Ich sehe gerade, wie viel du mir schon zugeguckt hast. Das ist echt unglaublich, ne? Das ist echt unglaublich. Danke dir auf jeden Fall. Vielmals für die ganze Zeit, die du hier schon reingesteckt hast. Obwohl, das Geld nehme ich trotzdem mit, ne? Das ist so ein Ding. Da möchte ich eigentlich nicht drauf gerade. Wo ist ein Apfel hier? Da. Irgendwann spreche ich mich mit den Äpfeln vielleicht auch nicht mehr selbst in die Luft, aber vielleicht auch doch. Aber ich würde gern das Garn sammeln, was hier erstmal so offensichtlich ist. Guck mal, hier ist auch gleich ein Leben, weil sie genau wissen, dass man sich mit den Äpfeln gerne in die Luft sprengt. Und ich habe noch einen Schatz gefunden, okay. Hier ist auch ein Ding. Kann ich mit dem da drüber springen, mit diesem Pilz? Ja. Gut. Dann nehme ich den Apfel. Hallo. Und kann so... Doch dann an das Gas dann an Gas als ja an das Garn rankommen. So, und jetzt kann ich doch hier bestimmt auch wieder Sachen in die Luft sprengen, oder? Weil die leuchten doch auch orange. Erfahrung zeigen, Sachen, die orange leuchten, in die Luft sprengen. Okay, die Dinger nicht. Schade. Aber das ganze Geld nehme ich trotzdem mit hier.
kann ich mir nämlich bald wieder an. Dann kann ich mir nämlich diese Ansteckdinger da kaufen und. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Hi. Vielleicht hast du ja schon was Cooles für mich, was ich mir leisten kann. Okay, was hast du denn hier? Das ist natürlich super praktisch, einen weiteren Anstecker. Ich kaufe mir das tatsächlich sogar. Dann haben wir nämlich einen. Ja, ich wollte gerade nicht mit dir reden. Laden verlassen, danke. Ich habe gerade kein Geld. Dann können wir nämlich einen dritten Anstecker machen. Und den haben wir schon. Dann können wir nämlich zum Beispiel sagen, wir nehmen den Roller dauerhaft oder. Was ich jetzt erstmal mache, was ich ganz sinnvoll finde. Dass wir nicht mehr abprallen. So. Und jetzt holen wir mal das nächste Gemälde. Was doch auch irgendwo hier war, oder nicht? War das nicht irgendwo hier in so einem Eisding? Ich nehme auch das Geld, ne? So ist es nicht. Ah, hier ist es, ich wollte gerade sagen. Boing. Das wäre das nächste Bild. Aber jetzt habe ich hier eben was gesehen, was ich austesten möchte. Aber ich weiß schon wieder nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Was das Austesten natürlich sehr, sehr leicht macht, ne? Glaube, ich bin von hier gekommen. Ja. Na, ist egal. Wenn ich sehe, werde ich hoffentlich dran denken und wissen, was ich austesten wollte. Hoppala. Genau. Oh. Komme ich hier irgendwie rein? Die Dinger? Nö, ne? Komme ich nicht. Schade. Das wäre jetzt der Test gewesen. Aber hier komme ich auf jeden Fall hoch. Und hier kann ich über die Bäume springen, was ich auch mache, weil hier ist nämlich auch wieder Geld. Vielleicht ist hier noch was anderes Tolles. So, da wollen wir doch mal gucken, ne? Nein! Wissen, was da ist. da ging's lang. Boah, das ist aber so ein langer Weg, ey. Oh. Warum ist der Weg so lang? Warum bin ich so neugierig? Ich muss den Hechtsprung jetzt mal ein bisschen früher abbrechen. An der Stelle. Oder einfach ein Stückchen weiter springen. Dann klappt das auch alles. Zack. Oder einfach so machen. Wow, Spiel, wow. Okay, da komme ich erst später hin. Ist es hier unten? Okay. Da oben
komme ich bestimmt dann auch erst weiter, wenn ich hier einen komischen, seine komischen Geister hier vertrieben habe. Bitteschön. Darf ich jetzt oben bei den Bäumen hier? Ach, ich muss jetzt wieder mit dem reden, ne? So ein Lavakopf. Also eigentlich habe ich nur gemacht, was sie um mich gebeten haben, ne? So gerne, eine Beförderung nehme ich. Bekomme ich dann auch dann Lohn dafür? So. Akt 5. Das ist Akt 4. Dann nehme ich doch eher Akt 4. Ja, das ist nett. Für deine großzügige Vergütung danke ich dir, aber ich habe jetzt zweimal jetzt was probiert, da haben mich so komische Feuergeister davon abgehalten, dass ich hier weiterkomme. Und dieses mache ich selber. Aber ich habe, denke ich, auch noch genug Zeit dafür, das einzusammeln. In anderen Akten. Die Information ist nett, dass der aufgetaucht ist.